So, und da sind wir wieder bei Halo 1. Wir fahren direkt weiter. Wir müssen noch ein paar Marines... Ein paar Marines retten, die auch mit der Evac-Kapsel oder den Evac-Kapseln hier auf dem Halo-Ring gelandet sind. Denn wir müssen die alle vereinen, um einen Widerstand zu organisieren. Damit wir wenigstens eine Chance gegen die Allianz haben. Und ich weiß gar nicht, wo ich genau durch muss. Okay, ist da zwei Durchgänge? Na, drei Durchgänge, glaube ich. Ich glaube, da wo es blinkt. Wir gehen zuerst mal hier nach rechts. Die anderen zwei Punkte schauen wir uns nachher an. Okay. Ich kann sie schon hören. Grunts. Überlebende entdeckt. Zwischen den Helden dort sind Marines versteckt. Willst du mehr? Ja, Mann! Ja, Granate. Die Allianz hat sich jetzt eben auch gerade da verschanzt. Ich hätte sie fast abfangen können. Ich schau mal, ob ich hier oben durch kann irgendwie. Ah, nicht viel besser. Oh, fuck. Das ist nicht gut. Jetzt habe ich mich schlecht manövriert. Ja, geht doch. Komm, irgendwo müssen noch ein paar Allianzler sein. Sind sie alle tot? Sie ist gerade nicht. Ich parkiere den mal ganz kurz hier. Jungs. Wow, er ist größer als ich dachte. Wie sieht's aus? Burkhard! Was ist mit dir denn passiert? Es ist ein Grafikfehler, aber du siehst brutal hässlich aus, Alter. Kontakt! Da unten! Landungsschiff der Allianz! Jetzt geht's hier wieder gut, was? Okay, was? Wo? Landungsschiff der Allianz? Wo? Ich höre es. Kannst du hören? Ich kann es nicht sehen. Ah, da hinten! Einsteigen und los. Wir müssen die abfangen, bevor sie zwischen den Steinen verschwinden. Na, baller drauf! Hau raus! Jawohl. Ich hatte den da. Sehr gut. Waren das alle? Drei Schakale, dachte ich, und eine Elite. Ja, sehr schön. Ich denke... Ja, ich sehe es schon. Aber mit dem MG auf dem Geschütz drauf, geht das? Kriegst du das weg? Ich hab sie. Ich bin dran. Vielleicht kriege ich sie beim Aussteigen. Komm. Na, nur einen und dann kleiner. Das war so knapp. Fahr. Und nochmal drauf. Komm. Jetzt könnt ihr noch. Genau so. Jetzt noch der letzte, Elite. Sehr schön. Der eine stand irgendwo noch. Ja, nochmal Landungsschiff. Ah, der fliegt weg. Ah, da hinten noch eins. Komm. Wenn sie aussteigen, kriege ich sie. Sie weg! Yes. So schnell geht's, wenn man ein richtiges Fahrzeug hat. Kann ich die Passagiere eigentlich heilen, wenn ich hier von Medipack drüber gehe? Nein. Leider nicht. Fahren. Ja. Boah. Scheiße. Kein Schild ist nicht gut. Oh, wir haben einen Sniper bei uns. Hau ihn weg! Wir haben Überlebende, die sofort ausgeflogen werden müssen. Roger,
Turner, bin unterwegs. Ich habe noch weitere Rettungskapseln in Ihrem Gebiet entdeckt. Eine am Rand der Klippe. Kannst du mal aussteigen? In der Nähe der Flussmündung. Schwer von hier oben was zu erkennen, aber ich glaube, da sind noch mehr Überlebende. Ich will die Sniper kurz klauen. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Wer hat sie? Wer hat sie? Wer hat sie? Wer hat sie? Da, ein Mark 5. Wo ist der Scharfschütze? Die hatten noch einen Scharfschütze. Wer von euch Säcke hat mein Snipergewehr? Du. Hier ist es. Gib mal her. Gib her, gib her. Gib mir das. Junge, gib mir das. Ich bin Rangführer, ich bin Spartan. Gib mir das Scharfschützengewehr. Idioten. Also gut, vielleicht hat sie hier noch ein Snipergewehr drin. Ein Riecher lässt mich nicht im Stich. Der lässt mich nicht im Stich. Gut. Also, ich habe Uhr 21 Schuss. Kann ich dir, mein Freund? Los, los, los! Warte, bleib mal. Ups. Nein. Jetzt haben wir den zurückgelassen. Ich kann denen die Waffe nicht geben. Das geht in Halo 1 scheinbar nicht. Schade. Naja, egal. Mach es platt! Gut, du baust dir ein Haus und kochst was und jagst was und wenn ich zurückkomme, will ich ein Reh. Oder sowas in die Richtung. Irgendwas zu essen. Den muss man wohl separat später noch abholen. Ich schau mal, ob ich hier weiter kann. Okay, okay, sieht gut aus. Jau! Freust du dich? Oh, scheiße, 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 scheiße. Ach komm, wenn ich schon dabei bin. Probieren wir es doch direkt. So, also, nächster Trupp. Wir kommen. Oh, böse, böse da unten. Da ist noch einer. Dort ist es. Jetzt der Feuerschutz. Runter! Haut runter, haut runter. Um den Lagen oberhalb des Komplexes halten sich Marines versteckt. Bin ich schon da? Komm. Irgendwo Feinde? Ruhig halten! Ja, ja, ja. Baller drauf, baller drauf! Los geht's! So was gibt's im Sonst! Ausgezeichnet! Drauf, 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 Pumpel drauf! Hau die weg! Jawohl, jetzt haben sie Panik. Puh. Noch mehr von denen. Ich hab sie. Ich sehe sie. Warum rennt mir der eine eigentlich nach? Ja, baller mal zurück. Nicht mit mir reden. Schiff, um sie rauszuholen. Ah, shit. Da vorne kommt schon wieder. Eins von diesen Elenden. Töte ihn! Alle Mann ducken! Wenn mich so eine Stackgranate erwischt, bin ich Flöte. Und wenn ich weg, gibt's mich nicht mehr. Mein einer Marine ist fast tot. Guter Schuss! Also gut, der letzte Elite noch. Und dann retten wir noch die letzten. Mist! Wo ist er? Ich hab sie! Lass mir ein paar übrig! Ja. Echo 419 an Cortana. V-Hammer ist in Position, um bereit, weitere Leute rauszuholen. Verstanden, V-Hammer. Wir freuen uns schon auf Sie. Kommen Sie, sobald Sie bereit sind. Wir werden die letzte Kapsel suchen, Echo 419. Viel Glück.
Sehr schön, aber können wir den einen Marine hier nicht austauschen? Der ist verwundet. Ich habe einen Verwundeten. Die kann ich nicht austauschen. Gut, der wird sterben. Ich sag's euch, ich sag's euch, Leute. Der geht down. Davon bin ich überzeugt. Hier haben wir nichts mehr Brauchbares, oder? Nein. Ich persönlich hätte noch alle Schüsse eingeladen und so. Aber gut, also. Auf zu Nummer 3. Hey, Kuppel. Dort ist es. So kann man auch Munition sparen. Das ist korrekt. Total korrekt. Achtung. Die letzten Meldungen besagen, dass die Allianz die Absturzstelle der Pillar auf Autumn entdeckt und gesichert hat. Haut den Grunt noch weg. Die gute Nachricht ist, das Deck hat noch nicht. Die schlechte Nachricht ist, dass die Allianz alle überlebenden Crewmitglieder gefangen genommen hat. Lassen Sie uns die letzte Rettungskapsel finden, um mit den Überlebenden Kontakt aufzunehmen. Vielleicht haben sie darin Schutz gesucht. Sehen wir mal nach. Mich hat er nicht. Es sind keine guten Flächen hier, um mit dem Warthog rumzucruisen. Oh shit. Okay, hier haben wir ein bisschen größere Fläche, das ist gut. Der Passagier ist fast tot. Oh, scheiße. Triple Kill. Aber ich muss. Na, jetzt ist er tot. Nein, er hat mich. Na, hab ich erwischt. Zurück. Ah, nicht so weit zurück. Boah. Hat uns fast erwischt, Kumpel, was? Hat uns fast erwischt. Immer für den. Nicht oben drüber, sondern rauf. Ich weiß, dass du es kannst. Mach's bei all den anderen ja auch. So kann man auch Munition sparen. Also gut, nochmal da nach vorne. Ich glaube, ich muss jetzt dann bald mal zu Fuß gehen. Anders geht nicht. Da ist noch einer. Ich hab ihn. Weiter so. Davon gibt's noch mehr. Bevor wir gehen, sollten wir diese Komplexe durchsuchen. Guter Schuss. Ja, aber der andere Elite lebt leider noch. Okay, wir probieren es nochmal mit dem Scharfschützengewehr, den oberen. Man feuert das Ding schnell nacheinander. Nein! Ja, stirb, Arsch. Also, gut. Kurz alles durchsuchen. Ich hab da. Hier sind ein paar Marines gestanden. Ich habe vorhin einen Eingang gesehen, den müssen wir ganz kurz. Es klang wie ein Snipergewehrschuss. Okay, hier ist einer tot. Oh, das klingt nicht gut. Mein Kumpel Marine ist mir nicht gefolgt. Oh, ich sehe aber Verbündete. Habe Evac-Schiff angefordert. Nein. Sehr gut. Ich habe noch einen gesehen. Ein roter Punkt noch. Ich will möglichst viele retten. Ja.
jetzt ist er tot. Wir sollten das Gebiet sichern, bevor das Landungsschiff kommt. Ich bin dran. Der war noch nicht tot. Sack. Irgendwo muss doch. Wo war die Rettungskapsel? Roger, bin auf dem Weg. Neue Daten aus dem Netz der Allianz. Ich habe Captain Keyes gefunden. Er ist auf einem Kreuzer der Truth and Reconciliation. Den habe ich zusammengeschossen, bevor wir von der Autumn runter sind. Okay, das klingt doch noch was. Die Truth and Reconciliation ist auf einem Wüstenplateau etwa 300 Kilometer von hier gelandet. Das klingt doch noch was. Habe ich noch ein paar Marines für meinen Warthog? Kriege ich noch ein paar Marines für meinen Warthog? Rock'n'Roll! Muss ich überhaupt noch... Oh, Rock'n'Roll, du bist total in Action, Kumpel. Da ist unser Taxi. Rein da und weg hier. Achso, das ist das Taxi? Ich will aber nur ganz kurz sicher gehen, dass alle Marines einsteigen. Und was zum Teufel machen die da? Aber das ist der andere Eingang. Ja, das ist definitiv der andere Eingang. Den wir hätten nehmen können, glaube ich, oder? Jawohl. Achso, wir hätten es auch so machen können. Und da sind die hochgedüst, da habe ich dann geguckt. Da hinten, okay, gut, also. Sieht so aus, als ob wir alles haben. Bedeutet also, zurück ins Schiff und schauen, wo es hingeht. So wie es aussieht, können wir als nächstes ein Allianzschiff angreifen. Und jetzt haben wir wenigstens ein paar Marines und wir müssen unbedingt noch schauen, ob unser Captain noch lebt. Der von der Pillar of Autumn. Der darf ja nicht fehlen. Wow, er ist größer als ich dachte. Wow, er ist größer als ich dachte, ja. Warthog hier lassen, Kumpel. Ich sagte, Warthog hier lassen, Kumpel, und wir gehen. Auf geht's, Lieutenant. Und dann brauchen wir Ihre Hilfe bei einem Rettungseinsatz.